In diesem Video zeige ich euch, wie man so ein altes Waschbecken, wie man sieht, mit einer ganz alten Armatur und einem ganz alten Siphon auswechseln kann. Als erstes müssen wir natürlich das Wasser abdrehen. Die meisten Waschbecken haben hier unterhalb solche Eckventile. Bei einigen sind es mit Schraubenzieher zuzumachen. Bei mir ist es so ein Vierkant. Ich mache es mit der Armaturenzange. Übrigens, alle Links vom Material und Werkzeug findet ihr unterhalb in der Videobeschreibung. Wir kontrollieren mal, ob das Wasser auch zu ist. Ist zu. Wir können jetzt die Rohre abmontieren. In meisten Fällen habt ihr hier eine 19er Verschraubung. Bei mir ist es etwas größer. Ich nehme meine Armaturenzange. Ich stelle noch ein Tuch drunter, weil ein bisschen Restwasser noch tropfen könnte. So, jetzt mache ich noch die andere Seite. Das geht jetzt relativ einfach. Die Demontage ist ja eigentlich nicht das Problem, eher die Montage von dem neuen Waschbecken. So, jetzt kommen wir zu der Demontage. Hier sieht man, das sind zwei Schrauben. Ist etwas größer als 19 mm, also muss ich meine Armaturenzange nehmen und löse mal die zwei Schrauben. In den meisten Fällen auch kein Problem. Es kann sein, dass es etwas enger ist. Bevor ich die Schrauben wegnehme komplett, machen wir mal den Siphon lose und demontieren den, weil er uns sonst beim Demontieren von dem Waschbecken verhindert. Können wir den Siphon einfach rausziehen. Meistens kommt er mit der Dichtung schon raus. Das hier ist ein Metallsiphon, noch der alte. So. Jetzt können wir die Schrauben komplett wegnehmen und das Waschbecken demontieren. Wie man sieht, wackelt es auch schon ein wenig. Jetzt können wir einfach an der Armatur oben festhalten und das Waschbecken demontieren. In meinem Fall müssen auch die zwei Befestigungsschrauben demontiert werden. Das mache ich mit der anderen Zange, die hat Zähne, mit der ist es einfacher. Die Distanz von den Löchern stimmt eben nicht, wir müssen neue Löcher nachher bohren. Ich messe jetzt den Abstand von den beiden Löchern und ihr seht, es ist 28 cm und die Höhe bis zum Loch ist ungefähr 5 bis 6 cm. Das Ganze müssen wir an der Wand anzeichnen. Mittig natürlich, zuerst einen Strich in der Mitte machen. Jetzt müssen wir noch die Höhe anzeichnen. Da mache ich einen Strich auf 80 cm plus die Höhe vom Waschtisch entspricht 85 cm fertig Höhe.
also auf 80 anzeichnen, damit wir 85 haben. Jetzt müssen wir noch die Distanz anzeichnen, rechts und links. Und wie vorhin gesagt, sind es 28 cm, also müssen wir 14 nach links und 14 nach rechts von der Mitte anzeichnen. Als nächstes machen wir einen Strich, damit das Ganze auch in Waage ist, für die zwei Bohrlöcher von der Mitte genau. Und jetzt können wir die beiden Löcher auch bohren. Die ganze Befestigung kommt komplett mit zwei Schrauben, Dübel, Unterlagscheiben und Muttern. Und die Bohrlöcher müssen 14 mm sein. Das sind 14 mm Dübel, es steht sogar auf dem Dübel drauf. Ich bohre die Löcher mit einer Akku-Schlagbohrmaschine, werde aber nicht mit dem Schlagbohrer, vor allem am Anfang. Was ich vergessen habe, die zwei Ventile mit etwas abzudecken, damit kein Bohrstaub in den Wasseranschluss reinkommt. Mit der Schraube kontrollieren wir, ob es genug ist oder ob noch mehr gebohrt werden muss. So, das reicht aus. Jetzt machen wir das zweite Loch noch. Ich bedecke wieder den Wasseranschluss. Das sollte reichen. Jetzt können wir die Dübel einsetzen und die Befestigungsschrauben auch noch montieren. Jetzt seht ihr, diese Befestigungsschraube hat hier vorne einen Torx-Einsatz. Wenn man aber keinen Torx hat, zum das reinschrauben, kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen. Mit dem Schraubenzieher geht es zwar ein wenig rein, aber ganz kriegt ihr das sicher nicht rein. Also müsst ihr mit diesem kleinen Trick, zeige ich euch, dazu nehmt ihr beide Muttern, schraubt sie an das Gewinde bis zum Anfang von der Schraube und dann mit einer Zange und einem 19er Schlüssel macht ihr eine gegen die andere fest. Jetzt könnt ihr vorne einfach festschrauben, ohne weitere Probleme. Das geht sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Ich habe vorhin die Dicke von dem Waschbecken gemessen. Dazu rechne ich noch 1,5 cm für die Mutter und die Unterlagscheibe und schraube es so weit rein. Also wenn ihr 5 habt, macht ihr 6,5 cm Schraube. Jetzt, um das Ganze zu lösen, macht ihr genau das Gegenteil. Hält dagegen und löst das Ganze. Jetzt könnt ihr es von Hand wieder wegnehmen und auf die andere Seite wieder draufschrauben und das gleiche nochmal machen. Ist ein kleiner Trick, funktioniert aber immer und ich mache das sehr oft, vor allem wenn ich keinen Akkuschrauber habe, der die ganze Schraube reinschraubt.
Ihr müsst noch kontrollieren, falls es etwas schräg steht, ein bisschen gerade machen. Jetzt kann ich die zwei Muttern wieder lösen. Auf die Hinterseite vom Waschbecken montiere ich einen Schallschutz. In diesem Fall ist es ein Schallschutz von der Würth. Ich hoffe, ich finde einen Link und stelle es unter dem Video in der Videobeschreibung. Viele haben mich schon nach diesem Produkt gefragt. Ist von der Würth. Wir kriegen das über einen Großhändler. Ich weiß nicht, ob man das einfach irgendwo kaufen kann. Aber ich versuche mal, ein paar Links zu finden. Und dieser Schallschutz ist sehr praktisch. Man muss nachher nichts mehr abschneiden. Und er ist wirklich biegsam, ihr seht es, ist transparent und ist auch selbstklebend. Also sehr, sehr praktisch. Es gibt aber auch noch den klassischen Schallschutz, da mache ich euch einen Link unter dem Video. Jetzt können wir den Waschbecken an der Wand schon montieren und befestigen. Und bei der Befestigung ist es wichtig, dass zuerst diese Plastikunterlegscheibe montiert wird und dann die Metall und erst am Ende die Mutter. Mit der Mutter macht man das Ganze fest. Jetzt die Mutter. Und ich schraube sie einfach von Hand drauf und das hält schon den ganzen Waschbecken. Dann kann ich auf der anderen Seite genau dasselbe machen. Wichtig ist, dass der Ablauf mit dem Ablaufventil übereinstimmt. Dazu messen wir von der Wand bis Mitte Ablauf und von der Wand bis Mitte Ablaufventil. Versetzen eventuell ein wenig, wenn es sein muss. Erst dann mache ich noch die Schrauben fest. Beziehungsweise wir schauen auch noch mit der Wasserwaage oben, ob das Ganze auch im Lot ist. Das ist natürlich auch wichtig. Jetzt montiere ich noch die Befestigung auf der rechten Seite. So, wie vorhin gesagt, bevor ich festmache, werde ich mit der Wasserwaage kontrollieren, ob auch alles im Lot ist. Und erst dann mache ich die Schrauben fest mit einem 19er Ratschenschlüssel. So, wenn alles fest montiert ist, können wir den Wasseranschluss noch machen. Und hier habe ich ein kleines Problem. Ich habe 3/8 Zoll Schläuche, das ist Standard, und habe aber 1/2 Zoll Ventile. Habe hier zwei Reduktionen mit Dichtungen drinnen. Die werden einfach auf die alten Eckventile aufgeschraubt und festgemacht. Und dann können wir die flexiblen Schläuche wieder ganz normal anschließen auf die 3/8 Zoll Verschraubung. Bei dem Panzerschlauch ist auch eine Dichtung schon drin, also müssen wir nur festziehen. Dazu halte ich aber immer ein bisschen dagegen mit einer Zange, damit sich der Panzerschlauch nicht mitdreht bzw. dass man ihn nicht quetscht. Wie man in dem Video gesehen hat, Werkzeuge braucht es sehr wenige.
In meinem Fall musste ich die neuen Löcher noch bohren, aber in den meisten Fällen muss man das natürlich nicht. Ich ziehe noch den Warmwasseranschluss fest, dann kann ich das Wasser aufmachen und kontrollieren, ob alles dicht ist. Kontrolliert eventuell vorher, ob der Wasserhahn auch oben zu ist, nicht dass ihr dann ohne Siphon habt ihr dann Wasser am Boden. Ich montiere noch die Schutzkappen und kontrolliere die Anschlüsse, ob auch alles dicht ist. Was noch fehlt, ist der Siphon. Dazu seht ihr, die ganzen Teile ist ein Geberit-Siphon. Das kommt alles komplett. Mit einer Seife für die Dichtungen. Einer Anleitung. Und diese Anleitungen sind so einfach, dass es jeder verstehen kann und jeder mit der zurechtkommt. Da haben wir noch die Dichtungen. Und den Siphon mit den Anschlussrohren. Als erstes nehme ich ein bisschen von dieser Seife und schmiere diesen O-Ring ein, damit er besser reinrutscht in den Siphon. Man muss da nicht viel drauf tun, einfach ganz wenig. Das reicht auch schon. Jetzt drückt man das Ganze nur zusammen, da braucht man auch kein Werkzeug. Das rastet ein, man hört es. Und dann kann man die Manschette in die Wand setzen und auch wieder mit der Seife einschmieren. Als nächstes haben wir dieses Standrohr mit den Verschraubungen. Die kleine ist oben für das Ablaufventil, die große für den Siphon. Dann haben wir zwei Dichtungen. Einmal ist es der Plastikring, der harte, und einmal die weiche Dichtung. In dieser Reihenfolge muss man das immer montieren, nicht nur bei diesem Siphon. Jetzt können wir das Ganze in den Siphon reinstecken und das Ganze ausmessen. Wir stecken den Siphon so ungefähr 3 cm in der Wand und messen den Abstand Mitte-Mitte zwischen Ablaufventil und dem Standrohr. Und dieses Maß müssen wir dann natürlich abschneiden. Wir zeichnen an und schneiden das vorne ab. Ich schneide das Ganze mit einem Rohrabschneider ab, ist eine saubere Sache. Wer sowas nicht hat, kann natürlich auch ein Sägeblatt oder eine Plastiksäge oder auch eine Eisensäge nehmen. Das, was man zu Hause hat. Mit dem Rohrabschneider geht es natürlich viel, viel schneller. So. Und jetzt sehe ich schon das nächste Problem. Ich setze jetzt den Siphon rein und ich sehe, da bin ich auch schon zu lang mit diesem Standrohr. Also schneide ich dieses Standrohr ein Stück ab. Da kann man einfach 5-6 cm abschneiden. Ich setze es ein und schaue, ob es jetzt passt. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich den Siphon auch gerade montieren. Was noch fehlt, ist die Wandrosette. Ich muss den Siphon nochmal rausnehmen. Die Wandrosette wird nur draufgeschoben aufs Rohr. Und jetzt kann der Siphon endgültig montiert werden. Hier oben hat es noch eine Dichtung. Und das Ganze wird von Hand gemacht. Da braucht es sicher keine Zange. Viele machen da mit der Zange fest und dann bricht das Plastik ab. Also einfach von Hand anziehen. Schaut noch, ob alles sauber gerade ist und macht alles von Hand fest. Ich nehme noch den Filter kurz weg,
damit der Dreck rausgespült wird. Ansonsten hat man schon den Filter voll mit Rost oder Kalk. Und jetzt sieht man auch schon, es kam ein bisschen braunes Wasser. Nicht viel, aber immerhin hat man dann den groben Dreck schon weg. Jetzt muss ich den Waschbecken ein bisschen voll machen und dann mit dem Stopfen aufmachen, damit wir sehen, ob der Siphon auch dicht ist. Ich montiere noch den Filter. Jetzt sieht man, der Druck ist gut. Ich fülle noch den Waschbecken und lasse dann alles auf einmal runter, damit ich sehe, ob der Siphon und das Ablaufventil auch dicht sind. Jetzt kontrolliere ich noch alle Verbindungen. Wenn alles dicht ist, schiebt man einfach die Wandrosette gegen die Wand und somit wäre die Arbeit erledigt. Hier nochmal im Vergleich der alte und jetzt der neue Waschbecken, es macht einen wirklich großen Unterschied. Ich danke euch für das Zuschauen. Abonniert doch gerne meinen Kanal, um keines von den neuen Videos zu verpassen.